Jeder Mann kennt Lucky Luke, Star- und Westernheld, der dem Bösen mutig sich entgegenstellt. Für die gute Sache gegen Lug und Trug schlägt ein Herz aus Gold, knallt ein blitzschneller Colt. Ja, das ist Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. So schnell und so fair ist keiner wie er. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Er hat Glück und keiner legt ihn rein. Er wird der Sieger sein. So schnell hinterher ist keiner wie er. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Wenn ihr ihm entkommen seid, feiert die Gelegenheit, es bleibt euch nicht viel Zeit. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. So schnell und leger ist keiner wie er. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Es lebe Lucky Luke, bei Not am Mann ist ein Mann genug, und das ist Lucky Luke. Bam, 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 bam. Wir haben die beiden so richtig festgenagelt. Weißt du was? Die haben uns richtig festgenagelt. Ja, sieht so aus. Ich wünschte, die würden endlich Schluss machen. Ich sterbe bald vor Durst. Ich sag dir, wir kommen hier nicht mehr raus, Luke. Niemals! Sag niemals nie, Sheriff. Und jetzt gib mir mal dein Colt. Seht euch das an. Der Luke ist ein lausiger Schütze. Der hält viel zu tief. So haben sie also die berüchtigten Elderbrüder gefangen genommen. Ja. Die Leser der Wildwestwoche werden mit größter Spannung jede Zeile ihrer fantastischen Erzählung verfolgen. Ich hoffe, der Schreiberling schreibt wenigstens meinen Namen richtig, und zwar Jolly mit 2 L. Vielen Dank, Mr. Luke. Wir haben jetzt fast alle beisammen. Jede farbenprächtige Gestalt des Wilden Westens. Uns fehlen nur noch die ruchlosen 4, die schlimmsten von allen. Mit den schlimmsten meinen Sie wohl die Daltons, Mr. Scripps. Was wissen Sie über sie? Viel. Hoffentlich hat der Kleine für die Geschichte auch genügend Zeit mitgebracht. Und Papier. Naja, wie alle Gesetzlosen, so traten auch die Dalton-Brüder das Gesetz gewissermaßen mit Füßen. Beziehungsweise versuchten es zu durchlöchern. Wollen mal sehen, wie wir abgeschnitten haben. 3 gute Schüsse. Aber wir sind doch 4. Wer hat denn da nicht mitgeschossen? Ich weiß nicht, wie das kommt, Joe. Meine Kanone klemmt. Ja, tut mir leid, aber getroffen habe ich nicht schlecht. Ich gebe dir gleich ein paar Treffer, du Meisterschütze. Man wird doch mal einen Scherz machen dürfen. Lass das doch jetzt. Die Bank macht gleich auf. Er hat recht. Du musst deine Arbeitskluft anziehen. Ja, ist es schon soweit? In Ordnung. Die Arbeit geht nun mal vor. Reizend ist das. Siehst ganz schnucklig aus. Wie ein süßes kleines Kind. Ja, so sind die kleinen Kinder. Au, was für ein garstiges Ball. Die Daltons haben mehr Banken ausgenommen als irgendjemand zuvor. Und immer wieder hatten sie die verrücktesten Einfälle. Mr. Bankier, hier bringe ich Ihnen mein liebes Sparschwein ganz voll. Und dann willst du wohl jetzt eine Einzahlung machen, mein Kleiner? Ach, nicht so ganz. Ich möchte mir eine Abhebung machen. Und zwar eine sehr große Abhebung. Wieso? Du bist ja gar kein Baby. Du bist ja Joe Dalton. Bitte, hier ist das Geld. Da bin ich Ihnen aber sehr zu Dank verpflichtet. Und sagen Sie Ihren Freunden, wer Sie ausgeraubt hat. Es war der schlaueste, gerissenste, verschlagenste, gemeinste, raueste... Gesetzlose des Westens. Oh, ihr vergaß der Ungeschickteste. Darf ich fragen, warum trägst du das? Ich meine, dieses merkwürdige Brettchen. Kümmere dich um deine Sachen und halt den Mund. Die Daltons konnten besser klauen als rechnen. Und das führte manchmal zu gewissen Schwierigkeiten. Nehmen ist seliger als abgeben, sagt man. Lass die Pfoten von der Beute und sei nicht so gierig.
Es muss ehrlich geteilt werden und deswegen muss ich genau rechnen. Wie rechnet man das? Unsere Mama sagt immer, beherrsche dich und teile. Und dann sagt sie auch noch, teile mit Weile. Du sitzt auf meiner Formel. Aber warum schießt du gleich auf mich? Ich bin dein Bruder. Ich hab nicht auf dich geschossen. Ich hatte ein Komma vergessen. So, das ist mein Anteil. Alles andere ist für euch. Was? Du spinnst wohl. Es gibt feste Formeln. Da kann man nicht streiten. Das gilt für die Mathematik wie für meinen Colt. Also die Dalton-Brüder hatten eine besondere Vorliebe für Bankniederlassungen. Nein. Sie machten also auch andere Raubüberfälle? Ja, Postkutschen. Genau gesagt, die Dalton-Brüder waren erstklassige Straßenräuber. Auch wenn sie dafür drittklassig reisen mussten. Halt die Kutsche! Los, zieh die Bremse! Hörst du nicht anhalten? Ich halte ihr schon, aber sie hat einen längeren Bremsweg. Was machen wir jetzt? Das soll Joe sagen. Wo ist denn Joe? Na, was soll's? Wenn er nicht mitmachen will, dann beweisen wir ihm doch mal, wie gut wir auch ohne ihn zurechtkommen. Ja, gut. Aber womit sollen wir anfangen? Also los, was müssen wir machen? Naja, also ich weiß, was ich machen muss. Ja! Der Bursche hat uns reingelegt. Was für ein rücksichtsloser Fahrer fährt einfach los ohne uns. Wir hatten uns doch noch gar nicht entschieden. Der Kerl muss doch warten. Aber an allem ist nur Joe schuld. Warum ist er weg? Wo ist er überhaupt hin, dieser Schuft? Hey, seht doch mal, was da von der Kutsche gefallen ist. Noch so eine Tasche. Genau. Na, was sagt ihr? Das ist doch besser als gar nichts. Ist vielleicht was Wertvolles drin? Es ist ein Schloss dran. Das werden wir gleich haben. Machen wir es auf. Joe, da können wir ja lange suchen. Ihr. Warum hast du uns denn bei dem Überfall nicht geholfen? Oh, weil ich aus der Tasche nicht raus konnte. Welcher Vollidiot hatte da ein Schloss dran gemacht? Ja, das war so, weißt du. Ich dachte, wenn du nicht da bist, soll auch keiner an deine Tasche rankommen. Und da habe ich sie lieber abgeschlossen. Oh, du endlos dämliches Ende! Kaktuskopf! Riesenruss! Also jetzt bin ich im Großen und Ganzen im Bilde, Mr. Luke. Dieses gefährliche Quartett hatte sich auf Banken und Postkutschen spezialisiert. Ja, und auf Züge. Und davon können Jolly und ich ein Lied singen. Ich singe selten, aber es wurde Zeit, dass er mich wenigstens mal erwähnt. Ich glaube, ich rangiere nicht richtig. Lucky Luke, na los, komm, spring auf. Luke, da freue ich mich ja richtig, dass du kommst. Wieso? Gibt's Ärger? Nein, gar nicht. Und es gibt auch keine Passagiere, seit die Daltons jetzt auch Züge überfallen. Aber heute könnte sich was tun. Wir haben ein Safe im Gepäckwagen. Da ist eine Menge Geld drin. Ja, ich weiß. Das ist der Grund, weshalb ich hier bin. Ah, jetzt wird es wieder spannend. Wenn er pünktlich ist, muss er gleich hier sein, Joe. Na, dann hören wir mal, was er macht. Also, ich übernehme die erste Klasse, klar? Jack, du übernimmst den Zugführer. William, du kümmerst dich um den Gepäckwagen. Und Averill? Wo zum Teufel ist Averill? La, 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 la. Averill, komm sofort da raus. Jetzt ist keine Zeit zum Baden. Ma sagt immer, baden kann niemals schaden. Das weißt du doch. Ich weiß, dass ich dich gleich ersäufe. Ist ja schon gut. Ich zieh den Stöpsel raus. Du ziehst den was? Oh, nein, 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 nicht den! Stöpsel! Warum in drei Teufelsnamen hast du das Wasser rausgelassen? Weil das sonst einen Dreckrand in der Wanne gibt. Oh, ich bring ihn um! Was macht ihr zwei denn jetzt? Steht nicht rum wie die Hornochsen. Steigt auf! Passt auf. So wie wir in den Tunnel kommen, schlagen wir zu. Weißt du, Luke, wenn ich die Daltons wäre, dann würde ich jetzt in diesem Tunnel zuschlagen. Ja, bitte sehr. Ihr müsst nur sagen, wie ihr es gerne hättet. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Oh, Wiedersehen macht Freude, sagt Ma immer. Und meine Brüder freuen sich bestimmt genauso, der William und der Jack. Halt den Rand, du Blödmann! Ja, ja, und der Joe ist hier immer noch der Boss. Und der Boss sagt euch, dass wir uns sofort den Safe im Gepäckwagen vornehmen. Sag mal, willst du nicht das unternehmen? Nein.
Das wär's. Läuft gut. Geschafft. Ja, geschafft. Was denn? Wir haben jetzt jede Menge Zeit, den Safe in Ruhe auseinanderzunehmen. Lass mich das machen, Joe. Ich habe schon alles vorbereitet. Red keinen Quatsch. Das brauchen wir doch nicht. All das schöne Dynamit und der Safe ist zu wie die Bank am Sonntag. Die Bank hat offen und ich habe sie aufgeschlossen. So ein elender Mist. Das Ding ist ja leer. Aber Sie haben eine Nachricht reingelegt. Schätze, dieser Safe ist nur sicher, wenn ihr nicht in der Nähe seid. Unterschrift Lucky Luke. Aber das ist doch illegal. Das kommt gleich nach Bankraub. Wundert mich gar nicht, wo doch Lucky Luke im Zug war. Halt den Rand, Errol! Naja, ich hatte den Safe natürlich schon geleert, bevor es die Daltons tun konnten. Und da habe ich ganz einfach die Kohle unter den Kohlen versteckt. Ich hoffe doch sehr, ihr nehmt ein Bad, bevor ihr wieder aufsteigt. Sie zeigen ja einen beachtlichen Weitblick, Mr. Luke. Sie haben wohl sowas wie den siebten Sinn für geplante Verbrechen. Ja, da ist was dran, so könnte man es nennen, Mr. Scripps. Aber sicher haben Sie die Dalton-Brüder mal wieder getroffen und sie in die Hände der Gerechtigkeit überführt. Ja, so kann man das auch nennen. Die Daltons hatten gerade mal wieder einen harten Tag hinter sich. Das war heute wirklich mal wieder ein harter Tag. Übrigens passierte es hier in dieser Stadt und ich saß genau in diesem Café und tratschte mit dem Sheriff. Den Daltons kann ich nur raten, ihre dreckigen Gesichter nicht in unsere saubere Stadt zu stecken. Sonst wird es ihnen leid tun. Sheriff, die Daltons sind auf dem Weg. Sie müssen gleich hier sein. Nun sieh dir dieses feige Gesindel an, Luke. Jetzt weißt du auch, warum ich hier Sheriff bin. Bitte sehr, ich klebe nicht an meinem Sessel. Ein neues Stück für unsere Sammlung, Jungs. Wir haben bald keinen Platz mehr. Wo ist denn hier der Barkeeper? Das hier ist ein feiner Laden. Hier musst du klingeln, wenn du was haben willst. Was darf's denn da sein, meine Herren? Limonade. 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 Machen Sie mir eine doppelte. Für mich einen anständigen Schnaps. Nicht so schnell. Deine Anwesenheit stört hier, Kuhtreiber. Ich heiße Lucky Luke. Das weiß ich, aber den Namen wollen wir schleunigst vergessen. Und jetzt überleg dir mal gut, ob du nicht lieber verschwinden möchtest. Sieh dir an! Und jetzt hier auf die Flasche. Ich werde sie öffnen. Und zwar auf meine Art. Sie ist offen. Und ich denke, das reicht. Na, was ist? Willst du dich im Schießen mit mir messen, Kuhtreiber? Nein. Dann zeige ich dir noch was. Ihr Jungs, legt die Äpfel auf eure Köpfe. Ich bin bereit. Alles klar, Joe. Nur ein bisschen, dann kann's losgehen. Dann mach es auch richtig. Oben rauf auf deinen Dummkopf. Mal sehen, wer hier am besten schießt. Na, was ist? Kannst du das auch? Na, sag schon, kannst du's? Nein. Das dürfte wohl klar sein. Ich zeig dir noch was vom richtigen Schießen. Das war ein Meisterschuss. Das macht dir keiner nach, Joe. Du bist der Größte. Na, kannst du es besser? Nein. Also, dann zeig mal, was du kannst. Ich kann dich ins Gefängnis bringen, jetzt wo du dein ganzes Pulver verschossen hast. Mann, Joe, das war aber ein ziemlich schlauer Trick. Oder irre ich mich da? Na, halt den Rand, lange Seele. Und ihr drei kommt doch bitte gleich mit. Hübsch und folgsam. Freut mich, Sie wieder im Amt zu sehen, Sheriff. Aber den Stern hätten wir gerne wieder. Es ist ein Stück aus unserer Sammlung. Und bevor du da anwächst, bring uns erstmal was zu essen. Ein schönes Steak hätte ich gern, aber nicht so durch. Vielleicht kann ich erstmal die Speisekarte sehen. Ich sag's Ihnen dann. Lassen Sie sich nicht verwirren, Sheriff, und passen Sie gut auf. Die haben eine Menge Tricks drauf. Das Einzige, was wir haben, ist Hunger. Und Gefangene haben ein Recht auf Essen. Mit dem Futter. Nur keine Sorge, Luke. Wer bei mir erstmal hinter Gittern ist, der bleibt auch lange da. Bis dann. Unser Essen, Jungs. Wenn ich irgendwas nicht mag, dann ist es das. Und so etwas nennen die Essen. Wenn ihr mich fragt, der Koch gehört ins Loch. Welch schlimmes Zeug. Der Topf ist ja noch ganz schön schwer. Ich glaube, ihr drei mögt meine Küche nicht. Drei? Und ich hätte schwören können, es waren vier. Du kannst weiter als drei zählen. Hände hoch. Und nun schließ bitte die Tür auf.
Also dann auf Wiedersehen, Sheriff. Wir meinen natürlich auf nimmer Wiedersehen. Wenn ihr Essen besser wäre, würden die Leute auch länger bleiben. Warum verlassen wir nicht schleunigst die Stadt, Joe? Weil dann sofort ein Aufgebot hinter uns her wäre. Wir könnten höchstens die Klamotten wechseln. Ich kenne hier in der Nähe einen Kleiderladen, Joe. Na nu, das hätten wir dir gar nicht zugetraut. Also für uns hin. Ach, du bist doch wirklich zu blöd. Hättest du uns nicht sagen können, dass das ein Weiberladen ist? Wieso denn? Kleider machen Beute, sagt Ma immer. Und dreimal umziehen ist einmal abgebrannt. Die Dalton sind geflohen. Stellt ein Aufgebot zusammen. Gehen Sie lieber ins Haus, meine Damen. Vier gefährliche Verbrecher sind ausgebrochen. Danke, Sheriff. Danke, Sheriff. Danke, Sheriff. Der ist reizend. Everell! Diesen Planwagen zu klauen war eine tolle Idee, Joe. Ich heiße Josephine, du Schwachkopf. Und das hier sind alles deine Schwestern. Ich bin Wilhelmine. Und ich bin Jacqueline. Hocherfreut, meine Damen. Ich bin Everell. Oh, nein, bist du nicht. Du heißt Eva Strohkopf. Eva Strohkopf, das klingt gar nicht mal schlecht. Warum willst du denn hier halten, Joe? Wir warten hier auf den Pony Express. Der hat Moneten bei sich. Sehr gut. Er ist schon in der Nähe. Oh! Entschuldigen Sie vielmals, Ma'am. Ich habe nun wirklich nicht damit gerechnet, hier draußen eine Lady zu treffen. Sind Sie vom Weg abgekommen? Irrtum, Cowboy. Aber du verlierst gleich deine Postsäcke. Wirf sie ganz, ganz vorsichtig runter. Ich danke dir, Cowboy. Und nun verschwinde und grüß schön. Weibliche Banditen, wie weit werden wir am besten noch kommen? Eine Menge Briefe. Das muss auch eine Menge Geld bedeuten. Ist vielleicht ein Brief dabei für Eva Strohkopf? Oh, ich halte das nicht aus. Was? Du willst Post? Du kriegst sie persönlich von mir. Ist das eine Art, behandelt man so seine Schwester? Das ist ja kaum zu glauben, Mr. Luke. Sie sagen, die berüchtigten Gingham-Schwestern waren in Wirklichkeit die Dalton-Brüder? Ja. Und wie ist es Ihnen gelungen, dieses perfekte Netz der Tarnung zu zerreißen? Das ging ungefähr so. Jedes Opfer der Gingham-Schwestern gab die gleiche charakteristische Beschreibung. Und ich ahnte, dass ich diesem Quartett schon irgendwo begegnet war. Ja. Da versuchte ich es mal mit einer Phantomzeichnung. Und meine Ahnung gab mir recht. Ja! Ich kann mir schon denken, was als nächstes passierte, Mr. Luke. Sie haben die Schwestern und die Brüder mit einem Schlag gefangen. Nein, die Daltons waren zu wachsam. Die konnte man nicht einfach überraschen. Quark! Was ist denn das für ein Benehmen? Man wird doch noch Quark sagen dürfen. Nein, Mr. Scripps. Um die Daltons zu kassieren, musste man sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Sie haben sich doch nicht etwa auch... Ja, genau das. Ich habe mir eine Verkleidung zugelegt. Du wartest hier, Jolly. Na, da bin ich ja direkt froh. Also ehrlich, ich könnte vor Lachen sowieso nicht mehr laufen. Was für eine Show. Das wird die Daltons anziehen wie der Honig die Bienen. Man hört ja viel von Landschaftsmalern, aber das ist einfach lächerlich. Wer ist heute dran? Hast du schon irgendeinen Plan? Nein, hab ich nicht. Aber das ist ein großes Land. Irgendwas wird sich schon finden lassen. Wie wär's mit dem da? Ein Goldsucher. Ja, und wo ein Goldsucher ist, da ist vielleicht auch... Gold! 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 Ihr habt mir das Wort aus dem Mund genommen. Entschuldigen Sie, Ladies. Würden Sie mich vielleicht in die Stadt mitnehmen? Ich brauche ein geeignetes Transportmittel für dieses Goldkörnchen. Körnchen, das ist ein Gebirge. Ich meine, wir sind entzückt, wenn wir Ihnen behilflich sein können. Wirklich sehr nett von Ihnen, einem alten Goldsucher zur Hand zu gehen. Das Vergnügen ist ganz auf unserer Seite. Und das Gold ja wohl auch. Seid vorsichtig, Mädels. Schluss mit der Komödie. Hände hoch. Aber wir haben Sie schon hoch, Mr. Goldsucher. Der sucht kein Gold, der sucht uns. Es ist schon wieder dieser elende Kuhtreiber. Ja, und ich heiße Lucky Luke. Wenn er aber kein richtiger Goldsucher ist, dann ist das vielleicht kein richtiges Gold. Seht ihr? Goldfarbe. Ja, richtig. Frisch gestrichen. Gut. Dann wollen wir das doch mal weiterreichen. Den hätten wir felsenfest. Und jetzt komm unter deinem falschen Goldklumpen vor. Mach dir keine Illusionen, der kommt nicht vor. Aber wie kommen wir dann an ihn ran? Ganz einfach. Wir sprengen seine Deckung in die Luft.
Da geht sie hin, meine Deckung. Es ist eben doch nicht alles Gold, was glänzt. Richtig schade drum. Erst der Stein und jetzt du, Cowboy. Dein Glück ist futsch. Ändere deinen Namen in Unlucky Luke. Du bist ein Unglücksrabe. Willst du noch ein letztes Wort von dir geben, Cowboy? Ja. Seht doch mal hinter euch. Auf den alten Trick fallen wir nicht rein. Meine Haube ist ganz zerdrückt. Oh, ich stopf sie dir gleich ins Maul, du Blödmann. Und damit war es ihm nun gelungen, die berüchtigten Daltons sicher hinter Gitter zu bringen. Ja. Und was können wir jetzt noch machen? Zumindest kann jeder von uns diesen dämlichen Hut abnehmen. Was für eine aufregende Geschichte. Ich nenne sie die Heldentaten von Lucky Luke, aufgeschrieben von Remington Scripps. Hat er vielleicht die Güte, auch den Namen Jolly zu erwähnen? Nur noch eine letzte Frage, Mr. Luke. Sind die Daltons noch immer sicher im Staatsgefängnis untergebracht? Das weiß der Himmel. Die Daltons sind immer gut für eine Überraschung. Das kannst du ruhig laut sagen, Luke. Mr. Luke, da sind die... Ja, die Daltons. Das brauchen sie wohl nicht mehr. Und das auch nicht. Wickelt sie ein, Jungs! Diese Geschichte muss neu geschrieben werden, denn wir sind die Helden und die Guten und Lucky Luke ist der Bösewicht. Auch in meinen kühnsten Träumen hätte ich mir nicht vorgestellt, dass meine Geschichte so enden könnte. Ein Mangel an Fantasie. Lass mich auch was dazu schreiben. Mich auch. Ma sagt immer, wer schreibt, der bleibt. Ich buchstabiere mal meinen Namen. Ich bitte dich, halt den Mund. Strohkopf, das weiß ich. Das schreibt sich Schätze, es ist Zeit abzuhauen. Ja, aber wie? Das macht mein treues Pferd Jolly. Ja, es wird Zeit, dass ich eine ordentliche Rolle in dieser Geschichte bekomme. Dass Pferde nicht alles mitmachen müssen, das Seil schmeckt wie Schmierseife. Jetzt kann ich dir sagen, Joe. Halt endlich den Rand! Was können wir gegen sie ausrichten? Wir haben keinen Revolver. Nein, aber ich habe Patronen. Gib mir den Bleistift! Was hält euch ein? Ich will jetzt schreiben! Jetzt habe ich's aber wirklich fast. Strok? Widerstand ist zwecklos. Ihr seid umstellt. Du willst uns wohl auf den Arm nehmen. Weit und breit ist niemand hier außer uns und den Kojoten. Hörst du, Joe? Diese Kojoten haben Kanonen. Und Stricke auch. Dieser Lügner Luke hat uns ausgetrickst. Das weiß ich selbst, das braucht mir niemand zu sagen. Und ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Und so hatten wir zu guter Letzt doch noch Glück. Alles wendete sich zum Besten dank der Hilfe seines treuen Pferdes Jolly. Was für eine schöne Geschichte. Tut mir leid, Jolly, die Sonne geht runter. Ich lese es dir morgen zu Ende vor. Typisch, gerade jetzt, wo die Geschichte endlich glaubwürdig und interessant wird. Einsamer Cowboy ist so weit, weit von zu Haus. Überall hast du Freunde, ist nicht Dank und nicht Applaus. Und dein Weg zu neuen Taten ist noch vielen Meilen lang. Reite weiter, immer weiter in den Sonnenuntergang. Armer Cowboy, bist so weit, weit von zu Haus. So